Wir wurden gebeten, uns die Webseite von Faultin Travel mal ein bisschen näher anzuschauen und ein kurzes Review zu der Seite zu machen. Das machen wir heute. Du kannst auch ein bisschen was mitnehmen für deine eigene Webseite, falls du ein paar Tipps brauchst. Los geht's! Wir haben hier eine Webseite, bei der geht es quasi darum, dass man hier direkt ein Ticket buchen kann zu einer, ja, zu einer Eventreise. Also zu einer großen Veranstaltung. Man sieht es hier, ein Fußball-Event, ein Tennis-Event und so weiter und so fort. Es gehen coole Sachen. Man kann sogar zum Beispiel zum Super Bowl fliegen und man kriegt quasi alles aus einer Hand. Das heißt, die Kernleistung, die quasi diese Reiseagentur macht, ist, dass sie nicht sagt, wir buchen dir mal ein Ticket irgendwo hin und dann gehst du zur nächsten Agentur oder vielleicht noch bei der gleichen und holst dir ein Hotelzimmer dort und musst dich selbst um das Ticket kümmern, sondern vielmehr, die Leistung ist, man kriegt alles aus einer Hand. Logischerweise will man sich sowas bezahlen lassen und wir sehen es auch auf der Hauptseite relativ gut aufgrund der Aufmachung. Es wird hier überall so ein bisschen versucht zu punkten mit Emotionen, ja, dass man hier die schreienden Fußballstars sieht, die gerade in Ekstase sind, oder man bekommt so einen Eindruck davon, wie sich das anfühlt, wenn man jetzt hier direkt im Stadion wäre. Die ganze Idee hinter der Seite finde ich persönlich super. Ich finde es eine coole Idee. Das ist eine Nische. Das ist immer gut, wenn ihr im Internet versucht, in eine Nische reinzugehen und quasi etwas zu machen, was jetzt eben nicht jeder andere macht. Problem aus meiner Sicht ist, dass wir uns in einem Bereich bewegen, der Exklusivität vermittelt. Ja, das ist jetzt nichts, dass ich sage, wenn ich jetzt hier auf die Straße gehe in Berlin und ich gehe zu drei Reiseagenturen und ich frage die drei, könnt ihr mal kurz ein Ticket für den Super Bowl klar machen, dann sagen nicht alle drei, na klar. Sondern wenn ich Glück habe, vielleicht einer von den dreien. Also das heißt, wir haben hier keine Allerweltsware, wir gehen hier nicht zum Supermarkt-Discounter, sondern wir gehen zu einer exklusiven Firma, die sich genau dieses eine Thema auf die Stirn geschrieben hat. Und wenn wir uns jetzt mal in diesem Luxussegment bewegen und uns andere Seiten im Netz anschauen, dann fällt uns hier meistens auf, dass auch die gesamte Aufmachung der Seite dieses Gefühl von Exklusivität, von Luxus auf die eine oder andere Weise versucht zu vermitteln. Ich sage jetzt nicht, dass die Seiten von Burberry, was wir hier aufgemacht haben, oder von Rolex, ja, was jetzt nochmal ein ganz anderer Bereich ist, irgendwie das Maß aller Dinge sind. Aber ihr seht einfach auf diesen Seiten, die heben sich ab. Ihr werdet jetzt nicht 40 Seiten aufmachen können von irgendwelchen Uhrenmachern und die machen alle den gleichen Eindruck wie die Seite von der Rolex, sondern wir sehen hier diese großen Fotografien, ja, wir sehen diese Hintergrundvideos, die sogar ablaufen. Ja, hier zum Beispiel sehen wir, was sogar verwandt ist zu dem Thema, was wir gerade eben hatten, weil hier geht es um die Australian Open und wir hatten ja gesehen, bei dem Faultin Travel geht es auch zu Tennis-Events. Und wenn wir diese zwei Sachen jetzt mal miteinander vergleichen, und wir sehen jetzt hier das Bild hier, was man nicht so perfekt sieht im Hintergrund, und im Vergleich dazu das hier, dann wirkt die Seite von der Rolex direkt wesentlich hochwertiger. Und das ist mein größtes Problem, das ich mit dieser Seite habe. Es soll nicht heißen, dass die Seite irgendwie schlecht ist, aber ihr müsst euch überlegen, ihr werdet hier wahrscheinlich Preise aufrufen, die wesentlich höher sind als bei einem normalen Reiseanbieter. Und wenn ihr sowas verkaufen wollt, müsst ihr meistens auf der Seite komplett überzeugend rüberkommen. Das heißt, es soll nicht so ausschauen, und ich sage jetzt nicht, dass es so ist, aber übertrieben formuliert, es soll nicht so ausschauen, als hätte gerade eben der Schwibschwager die Webseite in 10 Stunden zusammengeschraubt, sondern die ganze Webseite muss dieses Gefühl von Exklusivität, von Luxus, von was passiert denn dabei, rüberbringen. Und meiner Ansicht nach ist es aktuell noch nicht ganz der Fall. Es geht bei so Kleinigkeiten los, der Text läuft hier von ganz links bis nach ganz rechts. Das macht man meistens einfach nicht auf sowas. Ja, der bricht hier absichtlich um an dieser Stelle, der Text. Der läuft hier absichtlich nicht von ganz links bis nach ganz rechts, weil dann das Auge so weit wandern muss. Wir brauchen hier quasi einladende, große Grafiken, die uns dieses Gefühl, das wir hier vermitteln wollen, auch richtig, richtig rüberbringen. Also du musst jetzt quasi auf die Landingpage kommen von einem Tennis-Event und das Gefühl auf der Landingpage bekommen, dass du jetzt dabei sein könntest. Und das leistet die Webseite meiner Ansicht nach aktuell noch nicht. Ich kann mir das alles selbst ausmalen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich finde jetzt hier Wimbledon-Tickets, alles klar, jetzt klicke ich da drauf und jetzt sehe ich wieder so ein bisschen Bilder. Und jetzt sehen wir so ein anderes Problem. Wir hatten hier ein Design mit einem Hintergrundbild, das quasi verdunkelt wird und dann ist da drauf weiße Schrift. Und jetzt gehe ich hier auf die Unterseite und plötzlich habe ich ein Hintergrundbild, das nicht abgedunkelt ist. Und auf dem Hintergrundbild obendrauf habe ich jetzt Text mit einer farblichen Box dahinter, damit ich den besser lesen kann. Und das alles, das sind so Kleinigkeiten. Bei den meisten Leuten wird sich das wahrscheinlich unterbewusst abspielen. Aber wir haben hier kein einheitliches Design auf der Seite. Und das ist meistens nicht gut. Es macht keinen exklusiven Eindruck, weil wir wollen ja, wie gesagt, Luxus vermitteln, was Exklusives, und dementsprechend muss auch die komplette Webseite das hier unterstreichen. Allgemein müssten wir hier quasi viel mehr Abstand reinbringen. Den Text hier zum Beispiel nur über die Hälfte der
des Platzes laufen lassen und dann packen wir rechts daneben ein großes einladendes Bild, das mir zum Beispiel hier das vermittelt. Und danach kommt quasi der nächste Abschnitt. Ja, der sagt dann, was weiß ich, bei uns sind sie in der ersten Reihe dabei oder sie können auch selber spielen oder exklusive Club-Events, bei denen nur die Leute, die mit uns reisen, dabei sind. Also diese ganzen Vorteile müssen hervorgehoben werden und die müssen richtig in Szene gesetzt werden auf der Webseite schon selbst. Das passiert hier immer wieder in Ansätzen sehr, sehr gut. Ich finde es hier unten mit der Unternavigation cool gemacht, dass die hier hängen bleibt. Aber auch das ist jetzt so ein bisschen, das vermittelt jetzt den Eindruck, als wäre das so ein fertiges Package, das es dann quasi zu jedem von diesen Events gibt. Weil wenn ich jetzt zurückgehe auf Fußball, dann habe ich quasi das gleiche Template, wenn ich jetzt auf die Fußball-EM gehe, die ich vorher bei den Wimbledon hatte. Und natürlich ist es für die Person, die diese ganzen Daten einpflegt, einfacher und es ist auch einheitlich und es ist auch cool. Aber wahrscheinlich ist es sogar sinnvoller für jeden von diesen einzelnen Abschnitten, also ob ich jetzt zu einem Tennis-Event gehe oder ob ich jetzt zum Super Bowl gehe oder sowas, ein eigenes Design sogar baue. Ich weiß, es ist super viel Aufwand, aber ich glaube, dass es mehr dafür sorgt, dass die Seite sich abhebt und dieses Gefühl von Exklusivität, dass da was dahinter steckt, dass da jemand an der Seite arbeitet oder dass der Veranstalter, der hier hinter der Seite steht, wirklich Ahnung von dem ganzen Bereich hat. Und das kommt noch zu wenig rüber. Hier sind viele tolle Informationen meiner Ansicht nach. Ich sehe hier viele Sachen, die gut gemacht sind, aber ich will einfach, dass die Webseite, diese ganze Idee dahinter, wir wissen, was wir tun. Wir sind dein Anbieter für, du kriegst es alles aus einer Hand. Das Ticket, die Reise, die Unterkunft und so weiter, was noch dazu kommt. Das muss die Webseite vermitteln und aktuell aus meiner Sicht noch nicht ganz der Fall. Ich sehe, wie gesagt, super viele gute Ansätze, aber es fehlt eben noch einiges. Die andere Sache, die hier schwierig ist, man kann hier eine Anfrage absenden und man hat keine Möglichkeit, irgendeine Idee davon zu bekommen, wie viel Geld es genau kostet. Das ist natürlich der absolute Tod, wenn es um das Thema Conversion geht, außer ihr habt auf den Kunden zugeschnitten oder abhängig vom Budget des Kunden verschiedene Angebote. Ich persönlich bin kein Fan davon, keine Preise zu veröffentlichen, wenn man eine grobe Idee davon hat, wie viel es am Ende kostet. Also, selbst wenn ihr nur eine Beispielrechnung auf die Seite setzt und dann sagt ihr, dann unterstreicht ihr das quasi oder unterscheidet es quasi und sagt, unser Premium-Paket, du kommst in die Top-Loge, du hast irgendwie die Flughafentransfer mit Taxi und was weiß ich was nicht, du bist im 5-Sterne-Hotel und so weiter und so weiter und so weiter und dann kostet es am Ende 5.000. Und dann hast du hier unsere Sparoption und dann hast du halt eben nicht den Flughafentransfer, sondern du fährst mit der Deutschen Bahn, und kommst halt im 3-Sterne-Hotel unter oder sowas und sitzt halt irgendwie in der Loge oder eben nicht in der Loge, sondern bist vorne am irgendeinem Stehplatz. Gibt's glaube ich gar nicht mehr in der Champions League. Weiß der Herr, ist egal. Und dann hättest du wenigstens mal zwei Beispiele, damit die Leute wissen, der Preis bewegt sich zwischen diesem Wert und diesem Wert. Weil ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass das einem viel bringt, wenn man jetzt hier 400 Anfragen bekommt von Leuten, die irgendwie 50 Euro eingeplant haben und dann kommt als Antwort, ja, wir fangen an bei 2500 Euro. Warum macht man das so? Naja, ganz oft, weil man dieses Anfrageformular, so wie es hier ist, auf jede einzelne Seite drauf klatscht. Und ich verstehe es wieder, es ist weniger Aufwand, es geht natürlich ziemlich einfach, aber sinnvoller ist es, wenn man auch das Anfrageformular schon auf das jeweilige Event irgendwie drauf packt. Also, dass man irgendwie sowas sagt wie ihre Anforderungen an uns oder sowas und dann hat man so zwei, drei Boxen zum Anklicken. Also im Sinne von, ich möchte aber in die Privatloge oder sowas. Ihr kriegt dann viel weniger Anfragen, aber die Anfragen, die kommen, sind im Normalfall wesentlich qualifizierter und ihr habt dann, wenn die Anfrage kommt, weniger Aufwand, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie am Ende auch bei euch buchen. Das ist so ähnlich, wie wenn man Anzeigen schaltet. Also das heißt, wenn ich jetzt hier Anzeigen schalten würde bei Google und ich würde jetzt sagen, Super Bowl Ticket kaufen oder sowas, dann gibt es hier wahrscheinlich zwei, drei Leute, die jetzt hier das machen. Der erste hier, via GoGo, den kann ich jetzt anklicken. Ich lande auf der Seite und jetzt kann ich mich hier informieren, wie viel es ungefähr kostet. Das Problem ist, via GoGo hat jetzt schon bezahlt. Ich habe darauf geklickt, die haben jetzt schon bezahlt. Der hier, absolutsport.com, kriegt wesentlich weniger Klicks. Warum? Weil hier ein Preis steht. Aber die Leute, die da klicken, wissen schon, was es kostet. Und ich mache meine Anzeigen bei Google fast immer auch so, weil ich will nicht, dass jeder Hinz und Kunz auf meine Anzeige klickt, sondern ich will, dass die Leute klicken, die eine genaue Idee davon bekommen, wie viel es am Ende auch kostet, weil ich sonst die ganze Zeit für die Werbung Geld bezahle und es kommt nichts dabei raus. Und das ist quasi hier das gleiche Prinzip. Indem ich hier nirgendwo irgendwann mal einen Preis nenne, oder zumindest nicht offensichtlich, werde ich viele Anfragen bekommen, die dann total unqualifiziert sind und die Leute werden nicht das Geld haben, dass es sich für mich überhaupt lohnt, mich mit den Anfragen zu beschäftigen. Und da ist meiner Ansicht nach so
so ein bisschen das Ziel verfehlt, womöglich zumindest. Kommt drauf an, wie man arbeiten will. Wenn man noch keine Kunden hat und den ganzen Tag E-Mails schreiben kann, ist das cool. Ich persönlich finde es nicht so cool. Aber es kommt darauf an, wo dein Business gerade steht und wie du das quasi machen willst. Ansonsten, wir haben hier ein Design, das in der Breite beschränkt ist. Meiner Ansicht nach gibt es hier keinen Grund dafür. Die meisten modernen Webseiten gehen immer von ganz links bis ganz rechts. Das heißt, wenn wir jetzt eine moderne Webseite aufmachen, zum Beispiel die Apple-Webseite ist dafür ziemlich notorious, wie man im Englischen sagt, da geht hier immer alles von ganz links bis ganz rechts. Die haben immer diese freigestellten Grafiken. Das wirkt wieder edel, das wirkt wieder exklusiv. Ja? Das funktioniert ja auch auf jeder Auflösung, weil dann einfach die Grafiken ein bisschen schmaler werden. Das würde ich halt eher empfehlen für sowas. Und wie gesagt, wir brauchen hier riesige Bilder, die auch echt Emotionen vermitteln. Also, dass ich das Gefühl habe, vielleicht sogar Hintergrundvideos, ist normalerweise nicht so geil. Bin ich normalerweise echt kein Fan davon. Aber wenn ihr euch in dieser Luxus-Nische etablieren wollt, sind vielleicht auch Videos, die so einen Einblick davon verschaffen, wie die Reise abläuft, eine gute Idee. Das Letzte, was hier auf jeden Fall noch fehlt und was wirklich, wirklich wichtig ist, also es gibt hier Bewertungen, die gab es auf der Hauptseite hier unten auch, aber ich fände es total sinnvoll, wenn wir quasi Kundenstories auf der Webseite hätten, bei dem ich jetzt quasi so ein Reisetagebuch von jemandem nachlesen kann. Es muss kein 84 Jahre langer Blog sein oder sowas, aber meiner Ansicht nach wird es für diese Seite total Sinn ergeben, sich zum Beispiel mal 2 bis 3 YouTuber zu schnappen, denen vielleicht irgendwie vergünstigt oder so, so ein Event anzubieten oder ein Sponsoring-Deal oder man sagt denen, man gibt es denen 1000 Euro günstiger oder sowas. Und dann schickst du einen YouTuber zum Beispiel zu so einem Fußball-Event und dann macht er ein Reisetagebuch, packt es auf seinen YouTube-Kanal und wenn ich jetzt hier auf die Webseite komme und auf Fußball-Event gehe, kann ich mir quasi dieses Reisetagebuch des YouTubers anschauen. Und was wird da passieren? Naja, wie das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben. Ich kriege live mit, was für Emotionen der durchgelaufen ist, wie diese Reise für ihn abgelaufen ist. Und wenn der mir am Ende ein Bomben-Review gibt und sagt, ey, das war alles voll geil organisiert, ich musste mich um nichts kümmern, ja, ihr müsst auch unbedingt zu Fold in Travel gehen, dann haben sich diese 1000 Euro Investition oder wie viel auch immer das kostet, für diesen YouTuber auf jeden Fall gelohnt. Das muss nicht mal der größte sein. Aber solche Sachen würde ich mir ja auch noch wünschen, weil ich glaube, dass das aus Marketing-Sicht nochmal ganz, ganz viel Sinn ergeben kann und dafür sorgen kann, dass hier mehr kommt. Das Letzte, ich würde hier wahrscheinlich nicht so diese Auflistung von den ganzen Sachen, das wirkt hier alles mehr so, wünsch dir was. Das ist wieder ein bisschen weg von der Idee, dass man sagt, wäre mir was total Exklusives. Da würde ich wahrscheinlich, wenn ich 2, 3 Bestseller habe, die nach oben packen und dann weiter unten sagen, weitere Möglichkeiten oder sowas. Weil so wie das jetzt ist, damit das alles so gleichberechtigt ist, halte ich das nicht für ganz so sinnvoll, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass aus Deutschland genauso viele Leute sagen, ich möchte jetzt unbedingt zur Serie A nach Italien fliegen, wie ich möchte das Endspiel der Europa 24 live miterleben oder sowas. Also macht man irgendwie so 1, 2, 3 Top-Sachen, die packt man ein bisschen ins Highlight oder sowas, packt ein Bild dazu, das dazu passt. Ja, wenn es jetzt die Fußball-EM ist, dann nimmt man den Ronaldo wahrscheinlich. Ja, wenn es das Champions-League-Finale ist, keine Ahnung, nimmt man Messi oder sowas. Ja, also, dass man wirklich auch hier nochmal das ein bisschen hervorhebt und diese Exklusivität nochmal auch schon auf der Website rüberbringt. Ja, aber ich denke, das war's. Also, wir sehen hier nicht die typischen Tipps, die wir sonst immer geben. Es geht also weniger darum, wie der Aufbau der Seite sein muss und so weiter, sondern es geht eher darum, welche Emotionen diese Website rüberbringen muss, weil wenn ihr euch in diesem Segment bewegt, ist es meiner Ansicht nach der wichtigste Faktor, der am Ende dafür sorgt, ob ihr Conversions habt, also ob Leute über die Webseite bei euch buchen. Das Letzte, was man noch machen könnte, wäre hier irgendwie Newsletter reinzuarbeiten, der dann eben sagt, möchtet ihr exklusive Angebote haben oder als Erste Bescheid wissen, wenn man hier den Ryder Cup im nächsten Jahr buchen kann oder sowas, dann hier im Newsletter anmelden und ihr kriegt als Dankeschön irgendwie als Erste die News dafür. Wäre auch noch eine Option, weil dann hat man vielleicht Geld für Werbung ausgegeben, damit die Leute auf die Seite kommen und man hat eine größere Chance, dass diese Leute zur Seite zurückkommen, ohne dass man nochmal sehr viel Geld ausgeben muss. Das ist auch immer eine sinnvolle Maßnahme, um dafür zu sorgen, dass das eigene Business etwas profitabler wird, beziehungsweise die eigene Webseite mehr Geld für euch erarbeitet. Ich hoffe, das Review hat dir ein bisschen weitergeholfen und vielleicht hier und da ein bisschen die Augen geöffnet, damit du auch selbst so hier und da gedacht hast, ah, okay, was könnte ich bei meiner Webseite anders machen? Falls dich das interessiert, schau am besten mal bei unserem Livestream vorbei, in dem ich solche Sachen unter anderem auch mache. Es dreht sich quasi alles um Webdesign und um Selbstständigkeit, indem ich Leuten versuche, weiterzuhelfen, mehr aus ihrer Webseite rauszuholen. Dann sehen wir uns bald mal wieder hier oder im Livestream. Mach's gut, bis dann.